So, da bin ich wieder und ich habe jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass ich noch circa oder ziemlich genau eine Minute, eine Stunde jetzt Zeit habe. Denn dann bin ich erstmal weg und bis dahin möchte ich das fertig haben. So, gut. Schaufel. Schaufel können wir jetzt auch aus Eisen machen. Ist mir jetzt egal, ich möchte einfach nur reinkloppen in irgendwas. So. Oh, das geht schön schnell. Sieht auch schön aus, die Schaufel. Muss man ja schon sagen. Oh mein Gott! Was geht? Shit. Was geht mit der Tür? Nein. So. Okay, warte mal, habe ich jetzt überhaupt. Ich habe ja gar nichts zum Bauen. Das ist ja irgendwie blöd. Ich baue jetzt hier um, was das Holz ist, mir ist egal. Sieht zwar nicht so prickelnd aus, aber egal. So, und zwar baue ich mir jetzt hier auf dem. Oder warte mal. Ich habe eine Idee. So, ich mache jetzt das hier weg. So. Und jetzt mache ich hier auf dem Glas. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich möchte das gerne so haben. Dann mache ich hier, was denn hier, was denn hier, was denn hier, was denn? Achso, ist leer. So. Ja, sehr schön. Ah, jetzt ist es schon wieder viel zu groß. Moment, dann mache ich das nur hier drüber. Hier, der Rest, der kann weg. Oh, ist das ein scheiß Geräusch. Wenn man das ein bisschen laut hat. Ah, das geht gar nicht. Das ist. Nee, das ist genau passend. So. Zack. Fuck! Ohne Worte. Jetzt ist erstens der Eimer weg und zweitens, ja, passt das jetzt nicht mehr perfekt. Oder kann ich mir daraus jetzt sogar einen unendlichen Brunnen machen? Ne, ich schätze mal nicht. So. Da was hin. Da was hin. Unendlicher Brunnen. Und nope. Ich denke nicht. Na egal, das passt schon. Wollen wir nicht zu pingelig sein. So. Dann packen wir das, die restlichen Eimer mal wieder da rein. Die kann eigentlich auch erstmal weg. Falls jetzt auf einmal gleich in die Lava hops, dann wäre es nicht so toll. So, denn ich habe eigentlich was vor. Nein. So. Okay. Hier außenrum wieder Glas. Oder muss ich da überhaupt. Ja, komm, mach ich einfach. Oder nein, das. Warte mal. Ich muss eigentlich, glaube ich, nur hier so oben drauf Glas. So quasi als Lavaboden. Wäre. Ja, doch. Wäre eigentlich so auch möglich. So. Ich hau jetzt mein ganzes Glas hier raus. Ey. Zum Fenster raus, meine ich. So. Jetzt baue ich mir zum Ende hin nochmal schön was auf. So. Hier mache ich das dann so, dass ich hier. Naja, da ist ja blöd, wegen der Treppe. So. Dann. Muss ich einmal zur Werkbank. Okay, hier ist auch fertig. Da kann da eigentlich mal Gold rein. So. Hier möchte ich mal ganz kurz ein paar Treppen bauen. So, 8 sollten reichen, vielleicht sogar genau passend sein. Habe ich jetzt gar nicht nachgezählt. So. Dann mache ich hier oben noch so ein Zweithaus. Ja, 8 sind perfekt. So, zack. Dann kommt man hier oben rein. Und zack, 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 zack. Da hat man so einen schönen Boden aus Lava. Darf man natürlich nicht auf einmal gegen den Boden hauen oder so, dann ist schlecht. So, warte mal. Ich mache mir jetzt ein bisschen größeres Haus.
ich habe etwas vor. Und jetzt fährt schon wieder dieser dumme Wagen da rum, ey. Also draußen, bei mir, meine ich. Fährt gerade irgendjemand rum und schreit die ganze Zeit, ja, mach mal das oder so. Keine Ahnung, schätze mal wieder Blut spenden. Na, ist auch egal. So, dann mache ich hier eine schöne Tür hin. Die könnte ich eigentlich auch wieder mit dem Schalter versehen, aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ah, jetzt habe ich die Tür nicht dabei. Mann. So, hier Tür, komm mit. Ich brauche dich. I need your help. So, von außen, zack, zack. Alles schön und gut. So, ja, ist doch ein schönes Haus, würde ich sagen, ne? Kann man auch mal dann nichts drin machen. So, hier mache ich auch noch was hin. So, und jetzt? Ja, komm, mache ich es noch um eins höher. So, denn ich habe eigentlich was vor. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd. So. Machen wir noch eins. Das kann jetzt auch wieder weg. War jetzt nur zur Stütze, damit ich wieder nach oben komme. War jetzt eigentlich blöd, hätte ich auch innen drin machen können, aber da hatte ich noch nicht die Idee dazu. Na komm, hau rein. Danke. So. So, wir machen uns jetzt nochmal ein paar Treppen. Diesmal machen wir mal 6. Ach, doch, sind das denn 16? Ja, klar, sind das denn 16. Ich weiß auch nicht, ob man den Typen da jetzt im Hintergrund hört. Verdammt, ich vergesse mal irgendetwas. Habe ich nicht. Toll. Muss ich mir erst wieder welche herstellen. Erstmal wieder Leitern machen. So, 3 sollten reichen. So, geh weg. Und es wird dunkel, aber es macht gar nichts. In unserem tollen neuen Apartment. So, ja, sollte reichen. Hauptsache, wir kommen nach oben. So, und hier können wir jetzt ein kleines Dach bauen. Kleines Dach aus, ja, aus Treppen. Aber es funktioniert. Das finde ich, sieht eigentlich immer ganz toll aus. So, warte mal, hier da könnte ich eigentlich Glas reinmachen. So. Du stellst dich so hin. So hin, so hin, so hin. So hin. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Glas. Treppen. So. Und du gehst dann so dahin. So. Ich muss halt nur aufpassen, dass sie sich nicht blöd drehen. So, so. Das sieht dann halt so ein bisschen aus wie so ein Dach. Gut. Ich brauche noch mehr Dächer, wollte ich schon sagen, mehr Treppen für die Dächer. So, das sollte jetzt aber reichen insgesamt. Gold ist auch fertig. Schön. So, dann mache ich jetzt hier noch Treppen, da noch Treppe. Da keine Treppe. So, sondern hier eine Treppe und da eine Treppe. Ah, verdammt, was brauchst denn du da? So, du könntest uns einmal von außen angucken. So. Sieht doch irgendwie lustig aus. Finde ich schön. Ja, sieht doch nett aus. So, hier mache ich jetzt einfach auch nochmal was hin. Wegen der Symmetrie. So, warte mal, so komme ich. Ja, so komme ich noch herunter. Komme ich auch hoch? Ja. Sieht ein bisschen besser aus. So, und jetzt möchte ich hier oben. Ah, verdammt. Ich bin auch so dumm, ey. Über sowas denke ich überhaupt nicht nach, ey. Ja, wenn man auf der Leiter steht, dauert das auch immer ein bisschen länger.
merkt ihr schon. So, und zwar möchte ich jetzt hier was bauen. Das können wir ja von hier aus eigentlich machen. So, ist ja egal. So. Ja, das passt doch. So, nur ganz runter. So, man kommt also hier hoch. Und, ja, das sieht eigentlich auch nicht so toll aus. Warte mal. Dann machen wir das lieber so. Dann sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, und das machen wir weg. Schade, dass es nicht solche eckigen Teile gibt, die man bauen kann. Na gut. So. Und jetzt machen wir das so. Warte, wie muss ich das bauen? Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich baue das also da. Okay, ich baue mir nämlich jetzt ein Höllentor. Das muss so. Ich könnte hier drüber gehen, aber. Warte mal, brauche ich denn überhaupt 12? Das weiß ich gar nicht. Mal kurz nachdenken. Ja, doch, müssen 12 sein. Gut, dann mache ich das hier weg. Ansonsten kann man das ja zum Glück wiederverwerten. Das ist schon mal nice. So. So, so. Kurz zum Rücken, sag ich mal. Okay, ich glaube, das war jetzt eins zu hoch, aber ist auch egal. Wie man übrigens auch noch den Fall abschwächen kann, ist, wenn ich jetzt so runterspringe, dann bekomme ich so einen halben Schaden. Wenn man das jetzt so macht, dass man springt und kurz vorm Aufprall nochmal so einen Klotz baut, dann habe ich keinen Schaden bekommen. Also ist auch nochmal eine Schadenslinderung, für die, die es noch nicht kennen. So, und jetzt 2, 3, 4, 5. Naja, da habe ich mich ein bisschen verzählt. Warte, aber das ist gar kein Problem. Da hole ich einfach mal meine Diamantschaufel. Hacke. Ich sag mal Schaufel. So, nein, das ist nicht die Kiste, sondern das ist die Kiste. So, wie gesagt, das ist ja zum Glück wiederverwertbar. Ist also kein Grund zur Sorge. Denn ich kann diese Außenstehenden, die kann ich hier wegmachen. Die Ecken. Die braucht man nicht. Für ein Höllentor. Na komm. So sagt es zumindest mein Pedia. Okay, wie viele brauche ich denn überhaupt? So, dann brauche ich noch eins. Denn der ist ja gerade runtergefallen. So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht jede Ecke so abstumpfen, sag ich mal. Sondern, dass das einfach so reicht. Das wäre eigentlich ganz gut, ne? Ich möchte es euch eigentlich auch nur kurz zeigen. So, ja, jetzt bin ich natürlich wieder so dumm und hab schon wieder was vergessen, ey. Das gibt's auch gar nicht. So. Damit können wir uns jetzt was bauen. Ich weiß nicht, ob das so rum muss. Doch. So, damit können wir uns ein Feuerzeug bauen. Dieses Feuerzeug, das können wir zum Beispiel auch. Ich möchte jetzt eigentlich gar nichts hier groß verbrennen oder so, aber wir können das auch hier entpacken. Sonst brennt uns die ganze Bude hier ab. Ich mach's mal lieber ganz kurz wieder aus. Wir können das auch, glaube ich, auf Gegenstände, also hier, wie heißt das? Ihr wisst schon. Auf Tiere und so verwenden. Das mache ich nicht so gerne. Okay, das geht noch nicht. Da muss ich, glaube ich, noch diese anderen Ecken, muss ich, glaube ich, auch noch abmachen. Na komm, na komm, na komm. Habe ich das denn überhaupt hoch genug gebaut? Ich komme mir irgendwie so komisch vor. Ja, müsste eigentlich groß genug sein. Sollte eigentlich so passen. Also wenn das jetzt nicht passen würde, dann wäre das ziemlich tragisch. Weil dann müsste ich eigentlich nochmal Obsidian holen. Da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf. Nee. Ja, geil. Nee, warte mal, da muss ich das anders machen.
So, Obsidian. So. Wo ist noch eins hingeflogen? Na komm, das muss irgendwo hier hingeflogen sein. Ja, toll, wo ist jetzt. Wo ist mein Obsidianstück? Wahrscheinlich irgendwo da drauf, ne? Na komm! Wo ist mein scheiß Obsidianstück? Ah, verdammt, Moment.